Moin zusammen. Ja, ich melde mich heute mal alleine. Kollege Björn ist im wohlverdienten Sommerurlaub. Und wie das bei uns mit dem Mais-Mehrwert-Service funktioniert, das erkläre ich euch schnell mal alleine. Allgemein ist es so, dass wir euch mit dem Mais-Mehrwert-Service eine Absicherung für den Maisanbau bieten. Sollte es mal zum Umbruch kommen, erstatten wir euch 50% der Saatgutmenge. Wobei der Grund für den Umbruch keinerlei Rolle spielt. Es soll ja zum Beispiel schon mal vorgekommen sein, dass der Lehrling die Pflanzenschutzspritze falsch befüllt hat. Einzige Teilnahmevoraussetzung am Mais-Mehrwert-Service ist natürlich, dass eine KWS-Maissorte angebaut wird. Wenn ihr also nach der Aussaat im Frühjahr einen Schaden auf euren Flächen feststellen solltet, dann könnt ihr diesen unter eurem MyKWS-Account entsprechend melden. Wichtig ist dabei, dass ihr angebt, wann der Schaden gemeldet wurde, um was für einen Schaden es sich handelt, zum Beispiel Trockenheit oder Schädlinge, und ob der Schaden auf einer Teilfläche oder der gesamten Fläche aufgetreten ist. Und genau das hat der Kunde von Axel bereits gemacht und die entsprechende Schadensmeldung ist ebenfalls schon bei uns eingegangen. Schadensursache waren hier Schädlinge auf der gesamten Fläche und im Kommentar wurde angegeben, dass es sich um Krähenfraß handelt. Axel schaut sich jetzt zusammen mit dem Landwirten vor Ort den Schaden an und ermittelt die Schadenshöhe, wovon wir ja dann 50% der Saatgutmenge zur Verfügung stellen. Erst dann erfolgt der Startschuss für ackerbauliche Maßnahmen und der Versand des Zweitsaatgutes wird freigegeben. Sowohl die Sorte als auch die Weizausstattung sind hierbei vom Landwirten je nach Verfügbarkeit frei wählbar. Hallo Axel. Moin Carsten, grüß dich. Ich bringe dir dein Saatgut vorbei von der Fläche mit dem Krähenfraßschaden. Diesmal aber auch mit Initio Bird. Das ist ja super, da ging ja super schnell. Kriege ich ja heute Abend die Saat noch in die Erde. Ja, das ist doch super. Einmal ein kleines Autogramm. Hervorragend. Ja. Für SAT-TS hast du dich angemeldet schon? Na klar, kennst mich doch. Super, dann kann ja nichts mehr schief gehen. Dann wünsche ich dir viel Erfolg, Carsten. Viel Spaß beim Drillen. Und wir schnacken. Werde ich haben. Danke. Alles klar, Carsten. Bis demnächst. Ja, ihr wundert euch sicherlich, warum wir jetzt plötzlich im Winterraps stehen. Aber neben zwei Top-Neuzulassungen für die Aussaat 2020 möchte ich euch gerne noch ganz kurz unsere Neuheit, den Raps-Mehrwert-Service, vorstellen. Und zwar funktioniert das. Eigentlich funktioniert es genauso wie im Bereich Mais. Ja, sollte es zum Umbruch kommen, erstatten wir euch 50% der Saatgutmenge. Zum einen kann der Umbruch noch im Spätsommer erfolgen, sodass ihr nochmal eine KWS-Winterrapssorte aussehen könnt. Oder der Umbruch erfolgt erst im darauffolgenden Frühjahr. Und da unterstützen wir euch dann mit 50% der Saatgutmenge beim Anbau einer KWS-Maissorte. Wir hoffen, das gibt euch Sicherheit im Rapsanbau. Also bleibt schön neugierig und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.